Hallöchen und herzlich willkommen mal wieder bei einer Folge von Arcania Gothic 4, ganze 2 Monate nach der letzten Folge. Man glaubt es kaum. Ist aber doch schon so lange her. Hast du's? Nein. Ende. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Ah ja, so. Genau. Dankeschön. So. Ich brauchte mal eine kleine Abwechslung zu Dark Souls 3. Etwas, wo ich ganz einfach nicht so oft sterbe. Und ich erinnerte mich, habt ihr mal irgendwann Arcania angefangen? Jo! Und dann jetzt weiter. Schaut euch das an! Entschuldigung. Was willst du denn hier? Ich hab gehört, ihr habt Met. Schau an! Da ist einer durstig! Glaubst du, du bekommst, was du willst? Ja, sicher! Gib mir einfach 2 Fässchen Met und dein Kiefer bleibt heil. Hey Jungs, kommt mal rüber! Da ja, die stehen hinter dir, die stehen hinter mir, Junge. Der gehört mir! Alter, alle gleichzeitig fertig hier! Komm her! So. Genug! Her mit dem Met. Hier, nimm. Mir ist der Durst vergangen. Met. Sehr schön. Mit diesem Met. Ab wieder zurück in die Taverne. Das war Schleichen. Wie rennt man denn nochmal? Das ist ja schon Rennen, ne? Was bist du denn? Das kenne ich doch noch aus Dark Souls 3, die Typ mit dem Blasrohr. Und dass die ein bisschen schwieriger waren als er jetzt hier. Ja. Die Aufgabe war es ja. Ach, da kommt schon die nächsten. Dem da oben sein Holzbein, glaube ich, zurückzugeben. Dem, was war da? Auf jeden Fall. Der war schlecht. Der war auch schlecht. Der war noch schlechter. Endlich down. Einfach alles nehmen, was sie mit dabei haben. Hallo? Ah ja, danke. Und weiter geht das. Immer schön ein bisschen rollen zwischendurch. Das ist natürlich ganz wichtig. So, na, wer steht denn da? Bist mit einem Boot hierher gekommen, was? Woher weißt du das? Dartan hat die Brücke im Norden dicht gemacht und im Süden ist Gott, der sieht das scheiße aus. Wenn du nicht durch den Silbersee geschwommen bist, bleibt nur ein Boot. Geil! Nee, sieht eher aus, als hätte sie einen grünen Schatten im Gesicht. Du siehst nicht aus wie eine gewöhnliche Reisende. Ich liebe ja, diese Grafikfehler. Mein Name ist Syra. Ich bin eine Abenteurerin. Meine Spezialität sind alte Ruinen. Du kennst dich mit Ruinen aus. Das ist wahrscheinlich Hast du so. Etwas über einen alten Tempel hier im Gebirge gehört? Du suchst nach einem alten Tempel?
Wie spannend. Erzähl mir mehr darüber. Ich habe mit einem Magier gesprochen. Er hat mir einen Hinweis gegeben, wo ich vielleicht etwas über den Tempel rausfinden kann. Wo? Viel weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall suchen Robas Paladine auch nach dem Tempel. Die Paladine? Ja. In dem Tempel soll es nämlich einen gottgeweihten Amboss geben. Den wollen die Paladine und ich werde verhindern, dass sie ihn bekommen. Dann kämpfst du für den König von Setarif? Naja, eigentlich nicht. Ich kämpfe für keinen König. Ich will meine Verlobte rächen, die von Robas Männern ermordet wurde. Das mit deiner Verlobten tut mir leid. Aber sei vorsichtig. Rache ist ein zweischneidiges Schwert. In der Burg beim Silbersee gibt es ein altes Archiv. Dort kann ich vielleicht etwas über den Tempel herausfinden. Na, dann musst du dir überlegen, wie du an den Räubern vorbeikommst. Sonst kommst du nicht zum Silbersee. Ich weiß. Warum hat die eigentlich nur einen grünen Schatten im Gesicht? Ah, ich auch, wenn ich hier stehe. Ah, okay. So, meine Liebe. Her mit dem Holzbein. Ah, da bist du ja wieder. Hast du den Miet? Ja. Verzeihung. Ich hab den Miet. Ah, du taugst was. Ja. Quest aktualisiert, Quest beendet, Quest aktualisiert mal, und so weiter. Weißt du, wie ich über die Brücke komme? Nimm ein Fässchen Miet. Geh zu den Wachen am Eingang des Räuberlagers und frag, ob sie dich durchlassen. Du meinst, das klappt? Ja. Nein. Sie knöpfen dir den Met ab und trinken ihn selbst. Vorher präparierst du ihn mit Eisenpilzen. Das macht sie willenlos. So überrumpelst du Dartan und die Brücke ist frei. Klingt gut. Bist du dabei? Ja, sehr. Lass uns den Trick mit dem Met ausprobieren. Gut. Ein Fässchen Met hast du mir ja schon besorgt. Von Garf. Jetzt musst du mir nur noch 3 Eisen bringen. Haben wir doch bestimmt schon, oder? Dann zeigen wir es den Halunken, den Elenden. Wo finde ich Eisenpilze? Geh in die alte Mine, im Süden der gespaltenen Jungfrau. Gut, da war ich noch nicht. Dort wachsen welche. Sollte ich sonst noch was wissen? Jetzt, wo du fragst. Der Eingang zur alten Mine ist eingestürzt, vor ein paar Jahren schon. Muss dir was einfallen lassen, wenn du rein willst. Aber vielleicht brauchst du es auch gar nicht und Digger hat den Eingang zu... Jo, Digger, was geht bei dir? Redet seit Wochen davon, dass er sie wieder öffnet. Entschuldigung. Die alte Mine. Wo finde ich Digger? Geh einfach zum Eingang der alten Mine. Dort wird er sein. Das ist sinnvoll. Du hast doch die Boote der Fischer verkauft. Warum eigentlich? Das geht dich nichts an. Komm schon, Mordra, ich sitz hier fest. Da kannst du mir doch wenigstens verraten, warum. Die Fischer waren im Krieg und ich hab ihren Frauen Essen gegeben. Zum später zahlen. Wollt nur die Boote als Sicherheit, falls die Männer sterben im Krieg. Die Frauen waren einverstanden. Dann kam einer aus dem Trupp der Fischer. Dass sie tot sind, hat er gesagt. Da hab ich die Boote verkauft. Rechtmäßig. So, wie's abgemacht war. Warum hast du nicht abgewartet, bevor du die Boote verkauft hast? Zeit ist tot Geld. Tot ist tot. Was soll man da warten? Das, ist... ja, das klingt eigentlich ganz... Also, ich sag mal so, gut geschlussfolgert, ne? Tot ist tot. Hätte ich nicht besser sagen können. Ist der Eingang hier unten anscheinend. Naja, ich kümmere mich später um euch. Jedenfalls wird mir ja hier was angezeigt, aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Gut. Kommen wir eben kurz einmal hier lang. Na, bist du das? Nee.
Na, wer bist du denn? Guten Tag. Jerry? Was wollen die Räuber eigentlich hier bei... Ihr Anführer, Dathan, will sich an der Wirtin der gespaltenen Jungfrau rächen. Warum das denn? Er war mal ihr Knecht und sie ist nicht gerade zimperlich mit ihm umgegangen. Jetzt hält er die Brücke nach Stuart besetzt, damit keine Gäste mehr in die Jungfrau kommen und keine Händler mit Met. Geil. Was machst du eigentlich hier Super. In der Gegend? Ich wurde von meiner Gilde hierher geschickt, um die Küste im Auge zu behalten, falls die Myrtaner hier landen. Zu welcher Gilde gehörst du? Zu den Waldläufern im Bluttal, wenn es sie denn noch gibt. Wie meinst du das? Als ich hierher geschickt wurde, hat sich ein großer Teil meiner Gilde Lord Garvan angeschlossen, um die Myrtaner in der Schlucht von Sornjara zu stellen. Kurz bevor Dathan die Brücke besetzt hat, habe ich gehört, die Myrtaner hätten die Schlucht eingenommen und Garvan ins Bluttal zurückgedrängt. Das bedeutet nichts Gutes für meine Gilde. Jo, hat man schon mal. Hey. Ja? Achso. Ich dachte, sie hätte noch was sagen wollen. Also, nochmal. Wo habe ich jetzt im Norden? Dort. Der Eingang war im Süden, hat sie gesagt, ne? Ja, hallo, willst du einfach von dem Felsen runterklettern? Natürlich. Das Logischste auf der Welt. Tja, ja. Eingestürzte Höhle. Am besten nochmal den Questtext durchlesen. Eisenpilze. Am Westhang. Wie komme ich denn auf Süden? Am Westhang des Ebersteins, im Süden der gespaltenen Jungfrau. So, am Westhang, also im Süden, am Westhang, also hier. Und ich bin gerade auf dem Weg in Richtung Westen. Superbe. Genau, Sprechblase da oben. Das wollte ich auch mal sagen. Ungefähr das war auch meine Wortwahl. Besser. Vielleicht ja hier oben dieser eine Weg. Könnte man ja vielleicht mal gehen. Ich denke mal, dass das daran liegt. Also der Eingang. Das ist der Eingang. Niemand zuerst mit dem Häuptling. Nein, niemand nicht zuerst mit dem Häuptling, aber wobei, wenn man schon mal gerade dabei ist. Ist doch noch einer. Da. Hallöchen, kleiner Herr. Was wollen Sie denn hier? Ach so, ja gut, sterben. Ja gut, da konnte ich Ihnen hoffentlich bei helfen. Nett, Dankeschön. Bin ich hier richtig? Naja, der Eingang ist ja schon frei. Aha, natürlich. Pilze, ich brauch Pilze. Na? Digga, was geht ab bei dir, Bro? Was treibst du hier? Ich schuft mich zu Tode mit der Spitzhacke hier. Wenn ich meinen Destillierkolben hätte, wäre alles einfacher. Ich würde ein Destillat herstellen und wusch, der Eingang zur Mine wäre frei. Früher war mehr Lametta. In dem alten Stollen, in dem ich lebe.
Da traue ich mich aber gerade nicht rein. Sind nämlich wilde Bestien drin in meinem Stollen. Ho, ho, da frage ich mich, würdest du dich trauen? Bester Typ überhaupt. Ich besorg dir deinen Destillierkolben. Tatsächlich? Das ist wunderbar. Dann kann ich die Spitzhacke ja weglegen und warten, bis du wieder da bist. Nix da. Finde ich deinen Stollen. Du musst wieder raus aus der Mine und dann dem Weg nach Süden folgen. Kannst meinen Stollen nicht verfehlen, wenn du dem Weg folgst. Da stinkt's nämlich nach Goblins. Die haben sich in meinem Stollen breit gemacht, als ich hier am Schuften war, mit meiner Spitzhacke. Ja, das haben sie, die frechen Viecher. Und seither muss ich hier schlafen. Willst reden, hä? Nein, erinnert mich ein bisschen gerade an den alten Hoppenstedt, ne? Von dem Loriot-Sketch, ne? Tja, ja. Digga. Also, er hat gesagt. Ich soll irgendwo hingehen. Da. Das war noch ein Bein, war auch noch irgendwas, ne? Finde das Holzbein. Auf den Überstein, ja gut. Überstein, sind wir ja gerade dran. Also, das war so. Altenstollen im Süden des Ebersteins. Wir sind jetzt dort. Wo soll den Weg Süden? Wer dort? Ich soll den Weg Süden. Ja. Ich soll dem Weg im Süden hier folgen. Ja, da passt du nicht zwischen den Steinen da durch. Mann. Echt jetzt? Ach nee. 2, 3. Ich will natürlich hier einen wohin gesetzt. Zack, zack, zack. Ja, natürlich, du dämliches Wildschwein. Komm du auch noch an. Oh. Ja, Entschuldigung, habe ich gerade nicht so gesehen. Hier lagen schon so viele Goblins rum, da habe ich nicht gesehen, dass der auch noch angeplant. So. Das waren schon mal ein paar Goblins. Goblins vor allen Dingen. Ja, von mir aus, du Wildschwein, hier kriegst du auch einen, oder? Durch den Baum. Natürlich. Jo, Pfeile, eine Fackel, Wolkenlaserring, aha. Ausrüstung, Wolkenlaserring, wir haben im Moment den, die beiden, ne? Das ist ein Armschutz. Und du bist? Magiekraft, der hier hat mehr Magiekraft plus noch Mana. Dann ist der doch viel besser, ne? Ist doch nett. Wunderbar. Neuen Ring gefunden. Erfolgreiche Runde. Ist hier richtig? Ja, scheint so. Ach ne, die schon wieder. Ich sehe schon vor mir meine Bachelorarbeit über Blutfliegen. Warum sind die so aggressiv?
in Arcania. Und so. Vielleicht wird das ja was. Vielleicht kann man darüber eine Arbeit verfassen. Vielleicht, ja, gut. Gut, vielleicht auch nicht. Ja, alles in Ordnung. Kreuz, hallo. Tür. Haben sie jetzt die Goblins da das Teil eingebaut, diese Tür? Oder hat echt der Typ da eine Tür in seinen Stollen eingebaut? Und, die Goblins hat aber ja nicht einfach abgehalten. Weil, was bringt eine immer offene Tür? Schuh! Geil! Ja, natürlich! Der war gut! Bisschen besser zielen muss man schon können, ne? Schön, was hat der denn gerade mit dabei? Aha. 7 Mana und 2 Magiekraft. Der hat Magiekraft und 5 Mana. Nö, der ist immer noch besser. Aber trotzdem, der nächste Ring. Puh, Holzschild. Ja, nett. 20 Rüstung. Natürlich ist unser besser, ne? 25 Rüstung. Aber überhaupt nicht. Sehr schön. Ist richtig erfolgreich hier. Perfekt, Leute. Perfekt. Und Stufenaufstieg. 3 Fähigkeitspunkte. So. Und ich gucke auf die Uhr und sehe schon, dass die Zeit schon wieder vorbei ist. Deshalb, Leute, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal bei Arcania.